Herzlich willkommen zurück und einen wunderschönen guten Abend bei Conan Exiles zusammen mit Inu. Hallo. Sie hat ihren Einsatz nicht verpasst. Und ja, wir waren, was haben wir gerade im Off gemacht? Ach ja, wir haben im Off zwei Betten aufgebaut, dass wir auch wieder komfortabel zurückreisen können. Und haben beschlossen, dass wir jetzt, weil wir noch ein paar Level brauchen, so mindestens eins, mal in Richtung des Eisens gehen, Eisen holen, weil wir uns dann, sobald wir ein bisschen Eisenwaffen haben, so ein Schild vielleicht noch oder eine Targe, habe ich die abgehängt? Ich wurde gekitzelt. Oder eine Picke oder so. Aha. Habe ich gerade Schaden gekriegt oder war ich davor schon nicht voll? Dann würden wir nämlich uns langsam daran machen, zu dem Punkt zu reisen, wo wir uns eingebildet haben, eine Basis bauen zu müssen. Da vorne kommt bestimmt gleich eine Hyäne. Ah. Man muss also immer noch wissen, wann man im Kampf ist und wann nicht. Ja, ich wollte auch gerade sagen, die Kampfmusik fehlt noch. Oh, das ging jetzt aber schnell mit der Stufe. Ja, also ich bin dann mal aufgestiegen. Ach stimmt, ich habe auch schon eine Eisen. Picke. Und die Schritte klingen immer noch so übel, als wären sie direkt hinter dir. Wenn irgendwo weit entfernt so eine Schildkröte stapft oder so. So, also gelevelt hab. Bist du auch gelevelt gerade zufällig? Nein. Wie groß bin ich denn jetzt? Ich guck gleich mal, wenn wir da oben sind, da hat es meistens nicht so direkt ein Monster. Oh, Hase! Achtung! Gefährlichste Tier der Wüste. Nö. So eine Hyänemittel lässt du bei mir stehen. Die habe ich nicht gesehen. So, dann gehe ich jetzt kurz mal. Da vorne ist noch ein Strauß, aber da gucke ich mal kurz Inventar. Ich bin jetzt Stufe 13 gerade geworden. Auf was steige ich denn auf? Babam, babam. Ich steige mal so auf. Dann lerne ich noch Rezepte und lerne dann direkt mal. Was haben wir gesagt? Ich brauche das Schild. Ja. Ah, dafür muss ich den Söldner noch lernen. Dass ich die Eisentage kann, aber der Söldner, der kostet ja gerade mal eins. Das ist nicht so wild, wenn ich den noch lernen muss. Auch wenn ich jetzt halt das Eisentage nicht kann, weil ich wieder nur zwei habe. Aber die zwei hebe ich mir mal auf. Irgendwann werde ich mehr brauchen. Ich hätte meine Picke reparieren sollen, fällt mir gerade auf. Du auch? Immerhin ist sie noch halb cool. Viertel. Upala. Hab's putt gemacht. So, Inu ist am ersten Stein, dann gehe ich mal ein Stück weiter. Ah, da vorne ist schon wieder eine Hyäne. Naja, aber wir haben insgesamt eine Dreiviertel der Picke, wir werden uns schon irgendwie voll. Oh, Kristall! Ich habe Kristall gefunden, du auch? Noch nicht? Da waren gerade drei Kristall drin: Transparent Shimmering Stone. Ich habe einen transparenten, schimmernden Stein gefunden. Oder so ähnlich. Was ruckelt? Ruckelt es bei dir auch gerade? Yep. Warum ruckelt es so? Mal beobachten. Beim Server steht gerade nichts. Den kann ich beobachten. So. Vorne sind wieder die fiesen Ding. Ach ja, was war. Genau. Ha. Was wir dann irgendwann mal ausprobieren müssen, ist, wie der Respawn-Timer hier ist. Ob der okay ist oder ob wir den anpassen müssen, weil der ist ja teilweise hier in Conan sehr brutal. Dass wenn man zum Beispiel da vorne in dieses Kannibalenlager reingeht. Dass man, ja. Wenn man so, sagen wir mal grob, also da vorne am Tor stehen die ersten, wenn man am zweiten Tor ist, die hinter einem schon wieder spawnen.
Und das ist gelinde gesagt unpraktisch. Also scheinbar gibt es nicht viel Kristall in so Eisenfelsen, aber hey, es sind doch Eisenfelsen, ne? So, ich lasse schon mal wieder Steine fallen teilweise, weil ich... Ups, also ich bin grad voll. Lassen. Ich glaube, ich habe keine Knochen fallen lassen, kann das sein? Warte mal, mal kurz da reingucken. Ja, waren Knochen dabei. Übrigens sehr witzig, je mehr man in so eine Beutetasche reintut, desto größer wird sie. Bis sie ungefähr so groß ist wie du. Verständlich aber. Ja, aber größer wird sie dann nicht mehr. Also man kann da kein Monster-Mega-Irgendwas-Sack bauen. Und Thema voll, ja, ich bin auch voll. Auch übrigens... was? War das? Ja, das frage ich mich auch gerade. Fehlt hier noch einer? Hat der Strauß jetzt den Stein kaputt gemacht? Warum ist jetzt... Der Strauß macht mir Angst. Der lässt Steine explodieren. Lass den leben. Ich mag nicht gegen den kämpfen. Übrigens, sehr realistisch wollte ich gerade sagen, ist, wenn man hier so gnadenlos vollgepackt, wie wir sind gerade sind, rennen, verliert man deutlich schneller seine Ausdauer, als wenn man leer rennt. Aber man muss ja auch keine Ahnung wie viel 100 Kilo schleppen. Und Pro-Tipp, Inu, nicht mehr bis zu Ende rennen aktuell. Also spar dir ein bisschen Ausdauer auf für mögliche Hyänen hinter der nächsten Ecke. Aber natürlich. Gut. Bin doch nicht blöd. Ja, ich wollte. Wäre ich ja bald tot. Ja. Wie man angeblich übrigens schneller Ausdauer regeneriert, ist stehen bleiben und in die Hocke gehen. Ich probiere das mal. Die geht schon extrem schnell hoch in der Hocke. Geht man nochmal in die Hocke? Steuerung. Sieht dann, wenn man sich einen Busch sucht, ein bisschen so aus, als würde man da ein Häufchen reinsetzen. Vielleicht machst du das ja auch. Müsste es ja wieder leichter werden. Also je nach Häufchen habe ich danach eher weniger Ausdauer. Oh, Straußen. Gucken wir weiter. Ich glaube, er hat mich nicht gesehen. Ne, hat mich nicht gesehen. Das ist scheiße mit der Kampfmusik, dass die fehlt. Das ist echt kacke. Vor allem das Schlimme daran ist, dass den Bug haben wohl auch nicht alle. Oh, der ist aggro. Das finde ich auch so doof, dass diesen Bug scheinbar nicht alle haben mit der fehlenden Kampfmusik. Ich habe jetzt gerade auch wieder den Bug, dass ich Sachen im Inventar erst bewegen muss, bevor ich sie wegschmeißen kann. Buggy. Ja, es ist ja alles noch Early Access hier. Und, ey, für Early Access funktioniert schon sehr viel und die Jungs sind ja auch kräftig dran. Also da kommt immer mal wieder was Neues rein. So, und wer es noch nicht weiß... Ja, ich habe jetzt gerade leider keine Steine da. Hast du gerade mal ein paar Steine für den Vorführeffekt? Ja, ich hol mir mal hier aus der Kiste kurz Steine für den Vorführeffekt. So, wenn man nämlich in die... Das wissen tatsächlich nicht alle. Wenn man hier Steine drin hat, dann hat man hier unten ja eine größere Warteschlange. Wenn man auf das zweite draufklickt mit der rechten Maustaste, dann kann man die Reihenfolge ändern, in der der Kram abgearbeitet wird. Das ist ein echt netter Pro-Tipp. Das muss man aber wieder neu einstellen, sobald man neue Materialien hat. Genau, sobald man irgendwas dazu schmeißt, ändert sich das, aber es ist halt teilweise schon interessant zu wissen. So, ich, warte mal, die Scrolled Note und das Letter Journal haben wir doppelt. Das heißt, ich werfe meins weg, wir müssen sowas ja nicht doppelt aufheben. Dafür schmeiße ich schon mal die Kristalle in die Kiste. Weil ich habe keine Ahnung, wofür wir sie brauchen. Ich bin mir aber ganz sicher, wir werden sie noch brauchen. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Ich habe natürlich nicht darauf geachtet, wann ich eingeschaltet habe, die Aufnahme. Das wäre ja auch so gut gewesen.
schätzen wir mal aktuell, dass es... Ich nehme einfach mal 8 Minuten, dann rechnet sich's gerade leichter. Das heißt, die Folge geht ungefähr bei der Streaming-Zeit bis 50. So. Was wollte ich jetzt machen? Ich hab ein Viertel Level wieder bekommen nach dem Leveln und du? Das heißt, ich muss noch wahrscheinlich ziemlich viel... Ist jetzt die Frage, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten zu leveln. Entweder wir bauen einfach oder wir kloppen. Beim Bauen kriegt man, glaube ich, kaum oder keine geteilte XP, wenn ich es richtig im Kopf habe. Glaub auch nicht. Also was das angeht, ein bisschen unpraktisch. Ach, guck mal, Inno tut hier auch schön Leder bearbeiten. Irgendwas gluckert hier. Die Gerberei klingt, als würde hier was tropfen. Das ist undicht. Das ist nicht undicht, das läuft über. Oh, Fleisch habe ich ein bisschen gefunden. Gucken. Das ist immerhin schmackhaftes Fleisch. Das kann man ja mal. Oh Gott, ich glaube, wir haben aber auch genug davon. Ja, egal, ich habe es mal da dazu geschmissen. Da bin ich tatsächlich auf 25% runter, was ich mit mir rumschleppe. Also, top. Kann einer von uns... Rad der Schmerzen war ziemlich viel, gell? Das haben wir eigentlich gesagt, dass wir es in der nächsten Basis bauen. War ziemlich viel und es braucht eh ziemlich lange, was man da so reinstoppt. Ja, was wiegt denn so eine Foundation? Sollen wir einfach ein paar Foundations auf Vorrat bauen, dass wir dann halt mit Foundations losziehen? Ist die Frage, ob jetzt noch die Sandstein-Foundations oder noch... Bis was für Level ist das? Ja, 20. Ist noch recht viel, bis wir die nächsten können. Ja, dass wir halt zumindest, sagen wir mal... Wir können ja in der nächsten Basis mit der Werkstatt anfangen, die Werkstatt wieder aus Sandstein bauen und dann das Wohnhaus, das wir dann in mehreren Häusern denken, aus Ziegeln. Zum Beispiel. Kann man machen. Dann wird es halt vielleicht nicht mehr unbedingt mehrstöckig, sondern einfach nur so groß und dann statt der Decke hier jetzt schon schräg. Zwei hoch und dann schräg das Dach zu, beispielsweise. Oder man macht außenrum dann noch einen Steg und Fenster und setzt da dann auch noch Bogenschützen rein. Gut, wir spielen hier nicht PvP, also wäre es primär Deko, aber sieht gut aus. Das, also dann die Frage, sollen wir dann Steine sammeln oder eher noch was kloppen? Da bin ich gerade hin und her gerissen. Ich glaube, mit Kloppen levelt man halt schneller. Man bräuchte halt noch 7 Level, bis man Level 20. Ja, ich brauche noch ein Level, bis ich das Eisenschild bauen kann. Dann wären wir schon mal besser ausgerüstet. Warte mal kurz, wann kann man denn diese... Weil ich bin ein absoluter Fan von dieser Pike. Die Eisenpike. Oh, die ist übrigens deutsch. Die bräuchte Kosten 4 und den Schmied. Die müsstest also du dann lernen. Die kannst du wahrscheinlich dann auch beim nächsten Level direkt machen, oder? Beim übernächsten. Okay. Stufe 15 Voraussetzung. Ja, jetzt wo du sagst. Dann lerne ich als nächstes den Zimmermann und dann die Eisenpike. Ja, und dann lerne ich halt als nächstes wahrscheinlich das Schild und danach den leibeigenen Fänger. Ich bin ein großer den Fan dieser... Den habe ich schon. Den hast du schon? Ja. Okay, dann lerne ich dann als nächstes den Feuerschalenkessel. Ja, wo man, den brauchen der wir ist, auch. Der ist auch, genau, der ist auch Stufe 15 und den brauchen wir auch, damit wir Heilkram machen können. Dann gehe ich jetzt einfach in die Richtung, sammel Steine und klopp dabei böse Monster um, die mich anfallen. Zum Beispiel. Das ist immer sehr gut.
Ja, Treppe runter links. Der da unten. Ich stand im Haus und du sagst nur, ich gehe in diese. Ja, Treppe runter links. Sammel schon mal was Holz, ich brauche mal dann auch Holz. Das werden wir auch brauchen, ja. Dann schlachten wir die Gegend hier halt ein bisschen weiter aus. Kein Problem, wir wollen uns. Genau. Und ich bin voll der Baba. Ich sammle Kaktusse mit der Hand ein. Ja, witzigerweise kommt da Holz raus, ne? Und auch nur Holz. Yeah. Drum, 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 drum. Ein Stein und noch ein Stein und ein spitzer Stein und eine Tüte Kies. Oh. Das war meine Eisenpicke. Ich gehe nochmal erstmal zurück und repariere die Eisenpicke. Wenn allerdings. Dafür habe ich Leder angeworfen. Ich habe 101%. Ach, ich lasse mal 24 Steine fallen, dann kann ich wieder rennen. Also sehr überladen rennen, aber rennen. Die nächste Treppe möchte ich breiter machen, dass ich sie besser treffe. Ich hätte natürlich auch einfach direkt Foundations oder so bauen können, da wird es auch wieder leichter, ne? Zum Beispiel. Aber das wäre zu einfach. Das ist so eine Umgewöhnung, ne? Ich war jetzt gerade auf Shift-Doppelklick oder so, dass man die Hälfte rausnimmt. Ja, falsches Spiel, sage ich dazu nur. So, kann ich jetzt das Ding reparieren? Ja. Oh, allerdings mehr schlecht als recht. Das ist noch kaputt. Oh, ich brauche also noch mehr. Kann mich schon wieder nicht bewegen. Okay. Ich habe kein Holz dabei. Dreck. Das ist fabulös. Holz, super, gib mir Holz her. Dann kann ich ja schon mal ein paar Foundations machen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ist das hier 4 mal 7? Habe ich das richtig gezählt? Durchaus möglich. Dann brauchen wir also 4 mal 7 Foundations. So ungefähr. So. Damit ist mein Dings wieder leer. Die ersten 10 habe ich gebaut. Wie weit... Oh, sag mal, der Kram hier ist schon nachgespawnt teilweise. Die Steine. Hä? Okay, warum nur die Steine? Ich will auch draufhauen. Ich hänge an einem... Sag mal, woran hänge ich hier? Hau drauf. Nix drin. So. Entschuldigung. Das ist für mir leider bekannte Problem mit dem Husten. Hast du zufällig gerade Holz zu viel? Nein. Habe ich jetzt gerade komplett aufgebaut. Ich habe auch 5 Foundations gebaut.
Dann gehe ich. Ach, warte mal, hier ist Holz. Klopp ich mal ein paar Holz. Dass ich hier wieder Foundations bauen kann. 9 Stück. Höchst professionell übrigens hier, ne? Immer schön schauen, dass man sich nicht mehr bewegen kann. Hat ja einen dabei, bei dem man um Hilfe rufen kann. Der womöglich dieselbe Taktik verfolgt. Ich glaube, du hast gerade sämtliches Holz vor mir eingesammelt. Wir müssten eigentlich mit den Foundations auch fast fertig sein. Ich bin jetzt bei 19 insgesamt und du? Bei 7. Ja. Wir brauchen 28. Miau. Wo? Wo bist du? Ach, da oben. Ja, okay, dich kann ich ignorieren. Also 19 und 7. Entschuldigung. Fehlen noch 2. Okay. Und danach können wir uns ja so ein bisschen um Wände kümmern. Und 2 Türen, ein paar Fenster, Wände. Das Übliche halt. Noch 2 sagst du? Baust du die schon oder noch nicht? Noch nicht. Soll ich? 1, 2. Jetzt habe ich drauf gedrückt. Ich baue dann auch schon mal 2 Türen. Also Türen und Wände, Türen und Boden haben wir. Ich finde die Hyäne da oben ein klein wenig nervig. Ja. Wieso das? Ich weiß auch nicht. Wenn ich jetzt einen Bogen hätte. Dann würde ich dir da so rund, sowas von runterschießen, aber ich habe keinen Bogen. Das ist so ein Schwein, du blöde Hyäne. Ich bring mal zurück. Soll ich dir irgendwas abnehmen? Sage ich jetzt ganz großspurig. Ja, yeah, wie viel kannst du denn? Weiß ich nicht. Ich bin gerade am Bauen. Es wird noch weniger. Naja, ja. Ein bisschen. Ja, das kann ich. Also entweder der Sound ist wirklich so laut, dass ich dich noch ohne Schnaufen höre, als wärst du direkt neben mir. Oder ich schnaufe wie eine Frau. Und irgendwas trampelt hier echt. Da ich dich nicht hören kann, müsstest du wohl wie eine Frau schnaufen. Aber ich bin noch ein... Ich habe nachgeguckt, ich bin noch ein Kerl. Also ich habe nicht beim Ausloggen mein Geschlecht gewechselt. Sicher? Ja, ich habe nachgeguckt. Ich baue hier gerade, rennen wir nicht quer durch. Ja, ich stelle hier gerade die... Habe ich nicht gerade gesagt, ich habe Türen gebaut? Hast du behauptet? Sind sie vielleicht unten in deiner Leiste drin? Nein. Also ich sehe keine Türen, wahrscheinlich habe ich dann auf Wände geklickt oder so. Wir brauchen noch Türen. Wände haben wir. Wände und Boden haben wir. Türen brauchen wir noch 2, die baue ich... Oh. Carpenter's Bench hast du ja aufgestellt inzwischen, genau. Das ist dieses Getropfe. Kann ich gerade Türen? Ja. Baue ich diesmal Steintüren. Diesmal baue ich Steintüren. Sicher? Ja, und sie kommen. Diesmal ist auch die beide in der Leiste gelandet. Ich hätte aber lieber Steintürrahmen. Also so eine Steintür stelle ich mir schon sehr schwer vor, ehrlich gesagt. Ja, was ja. Denn? Ja, ja. Ja, 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 ja. Jetzt haben wir aber 2 Foundations zu viel. Dann hast du 2 Foundations statt 2 Türen zusammengebaut. Wir werden sie irgendwo brauchen können.
Ups, Entschuldigung. Nur so eine Vermutung. So, Türen. Wie viel fehlt noch vom Level? Oh, ich level bald. Also ein, zwei Monsterchen noch, dann level ich. Und da unten ist gerade ein Strauß. Hey, Strauß! Kommst du auch noch mit? Du bist zumindest nah dran. Oh, dieser Strampel. Ach, da unten ist die Schildkröte. Die klingt, als wäre sie direkt über meine Kopf laufen. Hat nicht ganz gereicht. Ein Millimeter noch. Hm. Da vorne ist immer ein Krokodil. Ich gehe jetzt ein Krokodil jagen. Kommst du mit? Jo, gut. Da fühle ich mich gleich viel stärker. Na komm, Krokodil. Ich habe das Schild oben. Es hält allerdings nicht mehr lange. Wie, immer noch nicht. So ein Krokodil lässt mich nicht leveln? Was hier oben rumgehen, da sind viele Monster. Ja, ich wollte nur kurz meinen Wasserschlauch neu auffüllen. Säufer. Toll, Leon. Scheinbar, wenn ich nicht drauf haue, gibt es auch keine geteilten Erfahrungspunkte. Ich muss also mindestens schnell genug hinkommen, um mindestens einmal drauf zu hauen. Wuhu! Aufgestiegen! Rezept lernen. Was? Rezept lernen war ich gerade. Ich gehe weg, wenn ich am Lernen bin. Also nochmal, Rezept lernen. Ich wollte lernen, was habe ich gesagt? Wo ist sie? Eisentarge, da. Das wollte ich lernen. Pling. Zwei hätte ich noch übrig, weiß nur nicht wofür gerade. Hallo, Schildkröte. Möchtest du gestapelt werden? Hesse. Es klingt echt so unglaublich nah. Warte mal kurz. Einstellungen, Audio. Man kann da aber auch nicht irgendwie extra machen, so von wegen Kampfmusik an, aus oder so. Musik unglaublich furchtbar nah. Oh, das war mein Schild. Immer in Bewegung bleiben, genau. Sieht aus, als würdest du... Hyäne? Keine Ahnung, auf was... Also, sag mal aus, als hättest du mit einer Pickel in die Luft geschlagen. War das Absicht? Nein. Mehr Wut erforderlich. Gib mir mal ein Wut. Kurz mein Schild repariert. Fühle mich doch mit Schild viel, viel sicherer. Wo bist du? Ach, da bist du. Wie viel fehlt dir noch zum Level? Oder halt, wie, warte mal, wir wollten Level 15 haben, gell? Aber dann fehlt mir auch noch eins. Wie, du bist auch gerade Level. Bist du Level 14 oder noch 13? Ich bin 14. Okay. Ich bin gerade erst 14 angefangen. Es scheint ein AOE zu sein, der hat mich auch getroffen gerade. Und ich war hinter ihm. Ui! Das klang lustig. Das ist nicht gut, das klingt sehr schmerzhaft. Hat sie eigentlich irgendwas im Wasser? Nee. Oh. Manchmal hat Strauße unter Wasser. Das mein Kopf, das sah echt komisch aus. Aua. Du hast mich ja auch gehauen. Oh, das da hinten sind übrigens die seltenen Wasser-Unterwasser-Gazellen. Das ist eine seltene Art. Bitte was?
will gerade nicht gucken. Achso. Warum noch nicht? Ein HP. Oh, was? Okay. Ich hab ein HP runtergehauen. Kannst du was essen? Ja, nein, vielleicht. Geht das? Ein bisschen konnte ich. Achso, okay. Hilft aber auch nicht so viel. Ja, wir können halt noch. Wir müssen halt bald Schreine bauen und dann gibt's ein Jock-Schlachtmesser und mit dem Jock-Schlachtmesser kriegt man entsprechendes Fleisch, das man dann heilig sprechen kann und das halt dann. Sicher? Ja, oder eben im Feuerkessel. Weil was auch heilen würde, wäre das im Ambrosia aus dem Mithra-Schrein, aber den haben wir ja leider nicht. Ja, aber war ich nicht Jock? Vielleicht lernen wir den noch. Warte mal. Nee, du warst Jock, damit kannst du Fleisch konservieren. Ich weiß nicht, ob das dann nur ich nicht schlecht meine, wird oder ob es auch heilt. Ich meine, dass es auch heilt. Allerdings Menschenfleisch, das mit dem Jock-Schlachtmesser geerntet wurde. Das ist dann nämlich irgendwie anderes Menschenfleisch als das normale. Ja. Besser geschnitten und so, nicht so zäh. Wahrscheinlich, gleichzeitig weich geklopft. Traue ich mich auch wieder irgendwo drauf zu holen. Okay. Da oben, da waren zwei Straußen. Ein bunter und ein nicht ganz so bunter. Wo bist du hin? Ach, da hinten. Der ist schon tot. Das ging so schnell gerade. Ich hab's. Level up. Echt? Ich noch nicht. Mir fehlt noch ein bisschen mehr als die Hälfte. Ich glaube, unten rum ist mehr los, oder? Da zumindest. Schildkröten, Eier und Schildkröten. Und eine Hyäne. Rumpf. Schildkröteneier. Die werden deutlich langsamer schlecht als so manches Fleisch. Ist für mich immer so. Ich weiß nicht, die haben sich bei mir immer auf Stapelzahl 1 reduziert. Okay. Ich sehe drei Hyänen. Ja, die eine ist im Wasser, die andere. Was war denn das für ein Slider? Die andere kommt auch so angeslidet hinter dir. Ist ja strange. Merkwürdige Schleichangriffe haben die hier. Ja, 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 irgendwie schon, gell? Du denkst an deine Aufnahme? Ich denke an meine Aufnahme, ja. Oh, du hast recht. Die jetzt ewig läuft? Nee, du hast recht, die ist gerade zu Ende, so ziemlich. Dementsprechend würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme und bis dahin bin ich dann wahrscheinlich aufgelevelt. Ich level jetzt mal im Off. Außer wenn was Tolles kommt, dann mache ich natürlich die Aufnahme wieder an. In diesem Sinne sage ich tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Das wäre dein Einsatz gewesen. Tschüssi. Brav. Ich und meine Einsätze.